Meine Forderung ist Veränderung, sprich Glück für Mensch, Tier und Natur, also für die ganze Welt. Ich fordere auf jeden Fall öffentliche Räume für gesellschaftlichen und politischen Austausch, ständige Möglichkeit, sich zu versammeln an einem Platz wie diesen und mehr und direktere Beteiligung an der Politik. Ich habe einige Forderungen. Also es geht ja nicht nur um die finanzielle Geschichte. Ja, ich meine, die ganze Welt ist im Wandel. Ja, wenn wir so weitermachen und unseren Planeten weiter so ausbeuten, ja, werden wir bald nicht mehr da sein. Ja, und es geht nicht nur um die Finanzkrise. Ich meine, das ist jetzt vielleicht das i-Tüpfelchen gewesen, warum die ganze Bewegung entstanden ist. Ja, und das ist auch gut so. Ja, und wir haben eigentlich jetzt die Chance, was zu verändern. Ja, aber es ist ja auch die Umwelt geht kaputt. Ja, unsere Kinder haben keine Bildung mehr oder mangelnde Bildung, ja, es wird zu viel Geld in andere Sachen, ja, ausgegeben wie Waffen etc., ja, und es werden Kriege finanziert mit unseren Waffen, ja, gegen die wir dann wieder, siehe Libyen, ja, auch wieder agieren. Also ich meine, die Welt ist einfach verkehrt, ja, und das ist einfach eine tolle Bewegung, weil sie so viel unter einen Hut bringt. Ich bin hier, weil ich die Möglichkeit endlich sehe, mal wieder die kritische Diskussion in den öffentlichen Raum zu tragen. Und das möchte ich unterstützen, so gut wie ich kann. Ja, weil ich das einfach toll finde, was hier passiert. Ja? Also so ein friedvoller Aufstand, sag ich mal, gegen die Mächtigen. Und weil ich das ganz gerne unterstützen möchte. In meinem Maße, wie ich halt kann, zum Beispiel einen Teppich vorbeibringen, ja, den andere wegschmeißen, weil sie genug haben. Oder mal eine heiße Suppe vorbeibringen oder sowas. Ne? Ich habe mir das schon lange gewünscht, mit vielen Menschen etwas zu verändern. Und das findet hier statt, in einem langsamen, aber stetigen Rhythmus. Und das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass ihr den Winter überlebt. Ja? Also ich helfe euch, ich bin schon am Paletten sammeln, aber ich habe gerade gesehen, ihr habt ja massenhaft Europaletten hier. Ja? Vielleicht braucht ihr gar keine mehr. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, dass jetzt das Ordnungsamt einfach wartet, bis es zu kalt ist und ihr dann räumt, ja, sondern ich hoffe, dass wir das hier gemeinsam schaffen, den Winter hier auch noch auszuhalten.